Hast du das Gefühl, nie richtig mit dem Aufräumen fertig zu werden? Hast du das Gefühl, dass nie richtig aufgeräumt ist, obwohl du einfach ständig am Rumräumen bist? Kennst du dieses Gefühl, wenn das Zimmer anscheinend immer noch genauso aussieht, obwohl man schon Stunden mit Aufräumen beschäftigt ist? Ich fühle mich irgendwie oft als Aufräumversager. Du auch? Wenn du mir zustimmen kannst, wenn es dir genauso geht oder so zum Teil genauso geht, dann kann ich ein Buch dir empfehlen, Yoda ist. Dann kann ich dir ein Buch empfehlen und zwar ist das Marie Kondos Magic Cleaning. Tadang, ich blende es mal hier ein. Dieses Buch wird schon seit Wochen oder Monaten gehypt und ich bin irgendwie auch durch YouTube drauf gekommen. Dann habe ich mir ein Interview angeschaut über diese Frau. Ja, meistens interessiere ich mich nicht so wirklich für die Autoren, aber in diesem Fall schon, weil ich finde zum Beispiel, wenn diese Autoren Ratgeber rausgeben, ja, und es geht darum, dass man Lebensweisheiten übernimmt, dann interessiere ich mich halt schon für den Autor oder die Autorin und deswegen habe ich mir ein Interview angeschaut. Die Übersetzung war etwas grauenhaft, aber diese Frau ist so mega sympathisch. Ja, worum geht es in Marie Kondos Buch? Worum geht dieses Aufräumbuch? Warum ist das so gehypt? Warum finden die Leute es so klasse? Das hat mich interessiert und deswegen habe ich es gelesen und ich habe es schnell gelesen. Und es war einfach mega tiefgründig für mich und ich kann es verstehen, warum die Leute das klasse finden. Einfach auch, wie es geschrieben ist, ja. Ich möchte hier nicht viel spoilern, deswegen mache ich das dann auch später. Meine Meinung dazu? Bei Marie Kondo geht es auf jeden Fall um den Minimalismus. Man soll so wenig Dinge besitzen wie möglich, aber dafür nur Dinge, die man wirklich liebt, die man wirklich schätzt. Und wenn du glaubst, dass du dich nur mit Dingen umgibst, die du wirklich schätzt, gehörst du zu den wenigsten, aller wenigsten Personen. Ja. So, ich habe mir während dem Lesen ein paar Notizen gemacht und die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Und zwar, man soll aufräumen in einem Rutsch, um einen Aha-Effekt zu erzielen. Wenn man das immer wieder aufschiebt und zerstückelt, dann kommt man einfach nicht voran. Und sie möchte, dass man das in einem Rutsch macht, weil man dann einfach sieht, wie viel Zeug man hat. Wenn man das nur so ganz langsam macht, würde dieser Aha-Effekt einfach nicht vorhanden sein. Und man soll sich einfach von dieser Welle erschlagen lassen. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Man soll erst alles wegwerfen, was man nicht benötigt und nicht mehr haben will und dann soll man den Rest verstauen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ich hatte nie eine Wegwerfphase. Bei mir war das so, okay, ich muss aufräumen. Natürlich sammelt man so ein bisschen Müll zusammen und so, aber man macht sich nie Gedanken, brauche ich dieses Teil überhaupt wirklich, ja? Weil wenn es einmal weg ist, dann muss ich es ja nie wieder aufräumen, dann lasse ich es einfach los. Einfach los. Ich einfach loslassen, ja. Auf jeden Fall ist es dann weg, ja. Man soll erst wegwerfen und aussortieren und dann einen Platz für alles Übrige finden, einen festen Platz und man soll die Dinge immer wieder dahin legen, wo sie hingehören. Das hört sich so einfach an, ist es aber gar nicht, weil ich dazu neige zum Beispiel, alles einfach liegen zu lassen. Man räumt einmal richtig auf und dann muss man es nicht mehr. Es ist einfach immer aufgeräumt. Schön wär's. Bei ihr funktioniert es, bei mir weiß ich nicht. Aber der Gedanke klingt einfach so schön. Und ich glaube, wenn sie das kann, dann kann das im Prinzip jeder irgendwie. Und man räumt halt einmal richtig krass auf und dann behält man es so. Ich stelle mir das so schön vor. Ich kriege es zwar noch nicht hin, aber ich stelle mir es so schön vor, dass man dann einfach nur noch die kleinen Dinge, so die im Alltag anfallen, zurückräumt. Man soll effizient aufräumen und nicht halbherzig. Und das mit dem halbherzig, das kenne ich zu gut, weil die Motivation einfach flöten geht nach kurzer Zeit, ja. Ich nehme mir dann vor, ah ja, ich mache jetzt dieses ganze Zimmer und dann nach kurzer Zeit habe ich irgendwie keinen Bock mehr und ich denke, oh scheiße, ich bin schon so lange dabei. Und wenn es auch, manchmal kommt diese Eingebung dann nach einer Stunde oder zwei, wo ich mir dann denke, ich habe jetzt keinen Bock mehr und dann lasse ich es einfach wieder. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Aber man soll sich auch einfach mal über die Vorteile des Aufräumens Gedanken machen, ja.
Und es stimmt einfach, man fühlt sich so viel besser hinterher. Jeder kennt es, der aufgeräumt hat, man fühlt sich hinterher so gut. Die Luft ist so, sie fühlt sich nach dem Putzen so gereinigt an im Haus, ja. Man soll sich wohlfühlen, man soll sich nur von Dingen umgeben, die man liebt. Man soll einen freien Kopf haben und man wird sich dann nicht mehr als Aufräumversager fühlen. Man gewinnt an Selbstvertrauen und man kann stolz auf sich sein. Was ich auch so toll an Marie Kondo fand, war, dass sie immer wieder zurückgegangen ist in ihre Kindheit und erklärt hat, wie das entstanden ist, wie der Faible entstanden ist, dieses Aufräumen-Fetisch-Ding. Ich kann es zwar nicht so nachvollziehen, weil ich bin nicht so, aber es ist verdammt nochmal so viel hochgekommen, ja. Ich habe da gehockt zwischenzeitlich und mir sind die Tränen gekommen bei diesem Buch, weil einfach aus der Kindheit bei mir so viel hochgekommen ist und mir bewusst wurde, warum ich die Dinge so handhabe, wie ich sie handhabe. Warum ich ein Problem habe, die Dinge loszulassen. Warum ich ein Problem habe mit dem Aufräumen generell. Und ja, ich glaube, ich bin da nicht die einzige Person und ich fand es auf jeden Fall tiefgründig und interessant. Im nächsten Video geht es um die Beziehung zwischen dir und deinem Besitz, also zwischen dir und den Dingen, die dich umgeben, und um die verschiedenen Aufräumkategorien. Da gibt es so eine bestimmte Reihenfolge. Und dann könnt ihr mir noch beim Aussortieren zusehen. Bis zum nächsten Mal.